Hallihallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Stalker. Shadow of Söldnerbill mit mir, dem Landed, den Söldnern, vor dem Lagerfeuer. Der Erweiterung natürlich ist es Stalker Shadow of Chernobyl, das war nur ein kleiner Wortwitz. Draußen verlässt der Doktor das Lager, das Hauptquartier der Söldner hier in der Totenstadt. In der Zelle, bewacht von den Wodka-trinkenden Söldnern, ich, Strelok. Ein Funkspruch kommt rein auf Russisch. Was hat er zu sagen? Sagt dabei, was sowas wie schnell bedeutet. Motorengeräusch im Hintergrund, aufgeschreckte Söldner im Vordergrund. Sie öffnen das Feuer. Anscheinend haben sie den Feind geortet und wollen ihn nun kalt machen. Explosionen, die Lagerfeuergruppe wurde eliminiert. Alle vier. Noch eine Explosion, das Tor öffnet sich. Wir sind frei. Der Helikopter hat uns gerettet. Auch wenn er sehr, sehr stark beschädigt wurde, danken wir ihm. Vielen Dank dafür, dass du uns aus dieser gottverdammten Zelle befreit hast. Ich schnappte mir die Ausrüstung der Söldner, schaute mich um. Söldnerzeichen überall. Unter mir. Söldner, welche aufgebracht waren. Sie wollten meinen Arsch. Ich rannte die Treppe hoch. Hier oben wusste ich, hier würde sich meine Ausrüstung befinden. Mein Anzug, mein sehr, sehr teurer und wertvoller Anomaliendetektor, meine zwei Spass, meine zwei Obokans, meine Munition, meine Verbände, alles. Natürlich auch der Blutsauger-Tentakel, frisch von einem Blutsauger. Ich schnappte mir erstmal das Notwendigste und dann machte ich es mir hinter dem PC gemütlich. Obokan, Mika, ein paar Feuerbälle. Die Feuerbälle erwischte ich nicht ganz, deshalb ließ ich es erstmal dabei. Noch ein bisschen Munition, Verbände, alles. Gleich würde es losgehen. Gleich würde der Spaß beginnen. Ich stellte mich oben ins Treppenhaus. Spähte nach rechts, spähte nach links. Öffnete das Feuer auf einen Experten-Söldner und erwischte ihn. Ohne Probleme. Ich nahm noch das Medikit und die Verbände aus dem Schrank, lud mein Obokan nach. Schneller Blick in den Flur, niemand da. Eine Etage tiefer, niemand da. Dann schaute ich auf den Platz. Ich wusste, hier werden bald ein paar Banditen auftauchen, zusätzlich zu den Söldnern, welche hier natürlich verkehrten. Dies war immerhin die Banditen, die Söldnerbasis. Ein Söldner schlich sich hoch. Kopfschuss. Keine Möglichkeit zu reagieren. Ein Exoskelettträger schlich sich hoch. Auch keine Chance. Und da war er. Der Anführer der Söldner hier. Dashman. Ich behagte aus der Ferne einen Banditen. Er war tot. Wer jedoch nicht tot war, war der Anführer der Söldner. Auf dem Platz war ein weiterer Söldner. Ich halte mich. Ich schaute ins Treppenhaus. Niemand da. Hier runter. Hier unten war jemand. Ich hatte jemanden getötet. Ein Exoskelettträger schlich sich hoch. Ein Headshot und er war weg. Acht Menschen wurden mir hier noch angezeigt. Acht, die ich noch töten musste. Ich beließ es erstmal dabei, mich hier zu verschanzen. Ich hatte gute Aussichten für einen ekligen Stellungskampf, den ich früher oder später gewinnen würde. Ich hatte mich schon oft an dieser Stelle versucht und war deshalb erfahren, wie man vorgehen musste. Und da war er, wir hatten Dashman getötet. Den Anführer der Söldner, der Anführer dieser Truppe an Kopfgeldjägern und Auftragsmördern. Und da hatten wir wieder einen Söldner umgebracht. Ein
zweiter war kampfbereit, doch schlich sich wieder weg. Nun waren es immerhin noch 6 Menschen, welche hier rumschlichen. 7. Ich erwischte ihn, Headshot, und er war tot. Ich lud meine Oboka nach. Ich schaute mich nochmal um. Hatte ich hier alles? Ja, ich hatte alles. Nein, hatte ich nicht. Munition ploppte noch auf, woher auch immer sie kam. Ich machte mich nochmal bereit. Treppenhaus. Niemand. Erste Etage. Niemand. Erdgeschoss. Im Erdgeschoss war auch niemand. Ich schaute mich um. Hier hinten, wusste ich, war ein Sniper. Genauso wie ein Söldner, welcher sich wieder am Treppenhaus versuchte. Und da war auch schon der erste Bandit, welchen wir aus nächster Nähe töteten. Hatten wir ihn getötet? Wohl eher nicht. Ich lud nochmal meine Oboka nach. Diesmal war jemand im Erdgeschoss. Doch wir konnten ihn nicht erwischen. Ich tötete einen weiteren Exoskelettträger. Nun waren die Sniper zugange. Ich verwundete den Banditen mit seinem Scharfschützengewehr und erledigte ihn. Ich schätze seine Ausrüstung auf eine Winter-BC. Ein Scharfschützengewehr, was Munition verschießt, die so langsam ist, dass sie die Schallmauer nicht durchbricht und somit ein richtiges Scharfschützengewehr ist für leise Einsätze. Und da hinten war auch schon der nächste Kollege. Ich tötete ihn und freute mich über den Kill. Ihn müsste ich auch noch absahen, wenn ich hier alle Leichen geplündert hatte. Ging eine Etage runter und schaute in die toten Körper der Söldner. Und da war auch schon wieder jemand drauf und dran, mir einen Besuch abzustatten. Ich schaute mich um, wo war er? Ich wusste es nicht. 4 weitere Söldner und ich hatte es geschafft. Hier hinten befand sich jemand. Und sofort schlich er auch wieder weg, als ob er es gewusst hatte. Ich schaute mich noch ein bisschen um. Zu leicht hatten es die Söldner, mich hier zu ermorden. Hier unten war jemand. Ich schaute mich um. Ich wollte nichts riskieren. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und da fiel auch schon der nächste Exoskelett-Söldner. Exoskelette. War es hier wirklich so lukrativ, Aufträge anzunehmen als Söldner, weil sie diese sehr wertvolle Ausrüstung besaßen? Oder weshalb waren sie so gut ausgerüstet? Ich schaute mich nochmal um. Im Treppenhaus war jemand. Ich erkannte ihn an seiner Taschenlampe, wie so viele Leute hier. Ich schaute mich um. Ich konnte ihn durch eine Granate verwunden. Aber wollte ich das? Wollte ich, dass die gute Ausrüstung der Kollegen hier beschädigt wurde? Treppenhaus war niemand. Ungewöhnlich. Ich ging an die Fensterfront und sah, dass jemand auf dem Platz lag. Er bewegte ein mögliches Fluchtauto. Ein Lader. Welchen wir auch selber schon mal gefahren hatten. Und da hinten sahen wir einen Banditen. Kurze Salve. Und Headshot. Nun war es nur noch ein einziger. Ein einziger Söldner, welcher hier irgendwo war. Oder war es ein Bandit? Ich tippte auf einen Söldner, jetzt waren es wieder 2. Wohl oder übel war der vorletzte Mann hier im PDA ein Bandit. Und nun rückten die Banditen auf. Würden sie dieses Gebäude hier sofort besetzen, wenn ich es verlassen hatte? Wahrscheinlich. Ich schaute mir nochmal die Leiche an. Dies war Dashman. Er hatte einen verbesserten Anzug. Jedoch kein Exoskelett. Was mich ein bisschen ärgerte. Auf der Straße war jemand. Ich konnte ihn nicht erkennen. Da erkannte ich ihn. Kurze Salve. Ich hatte ihn verwundet. Noch ein paar Dolchschüsse. Und er war schon tot. Der Söldner. Nun ging ich Richtung Erdgeschoss. Vorsichtig schaute ich mich um.
Sehr, sehr vorsichtig. Drei Leute waren hier zustande und da war er auch schon. Der Ausguss, der Ausfluss, der Abfluss, der Fluchtweg. Ich schaute mich um. Hier würde es eklig werden. Hier würde ich eventuell draufgehen. Ich schaute mich um. Ich atmete ein. Ich atmete aus und da hinten war ein weiterer Söldner. Ich hatte ihn sehr gut getötet und nun lief ich im Erdgeschoss herum zwischen Einkaufsläden und fand das Militär. Was war hier passiert? Ich schaute mich um. Hier hinten war ein Waffenlager. Ein Waffenlager. Ein Waffenlager. Ein verficktes Waffenlager. Oh yeah, ich freute mich ungemein und schaut auf die Karte. Hier war jemand. Wo war er? Ich hatte ihn getötet. Den letzten verfickten Söldner. Ich schnappte mir die Ausrüstung. SG-55K, Verstecke. Ich nahm sie alle mit. Und nun musste ich nur noch auf die Banditen aufpassen. Was gab es hier unten? Kosaken-Wodka. Artefakt-Merger. Noch mehr Sachen. Zielfernrohre. Unterlaufgranatwerfer. Medikits, Verbände, alles. Für einen geilen Kampf, den ich hatte. Benzin, Wodka, ein paar AKs, Munition natürlich. Was lag hier? Granaten, Unterlaufgranaten. Und noch mehr Munition. Ich schleppte zu viel mit mir herum, deshalb warf ich das Unnötigste weg. So, was hatte ich? Ich hatte eine Menge SG-553s. Ich überlegte mir, eine zu verwenden, aber dann entschied ich mich, den größten Krempel wegzuwerfen. Ich hatte genug Geld, aber mit ein bisschen mehr Geld konnte ich schon eine größere Anzahl an nützlichen Dingen anstellen. Und da hatten wir auch schon einen neuen Unterlaufgranatwerfer gefunden. Und auf mich wurde geschossen. Was ging hier ab? Ich schnappte mir die Pistolenmunition und warf sie sofort weg. Ich hatte meine Pistole bereits gefunden. Ich schaute mir die anderen Pistolen an. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Und jetzt hatte ich wieder genug Platz, um zu erkennen, was hier alles noch Geiles rumlag. Drei verfickte Söldneranzüge lagen da. Drei verfickte Anzüge. Ich verschanzte mich hier hinten im Raum und grübelte. Meine Idee war erstmal alle SG-553 wegzuwerfen, zu entladen, Granaten Unterlauf abzumontieren und nun ging es an das Aussortieren der Ware. Ich wusste, hier würden noch gute Waffen herumliegen. Sehr, sehr gute Waffen. Viel zu gute Waffen. Ich entschied mich dazu, ein bisschen was zu essen. Ich hatte Hunger gehabt und nun war dieser Hunger ein wenig gestillt. Ich schnappte mir die restlichen österreichischen Sturmgewehre und überlegte mir, was ich hier noch mitnehmen konnte. Die TRS. Hoffentlich waren sie niegelnagelneu. Nun schleppte ich wirklich wieder viel zu viel mit mir rum. Ich entschied mich dafür, diese fallen zu lassen. Diese, diese und diese. So konnte ich nun aufbrechen, mir noch die restlichen Leichen schnappen und überlegen, wie es weitergehen würde. Ich lief zurück ins Lager und atmete nochmal durch und beendete damit diesen anstrengenden Part voller Tode und Abschüsse. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie über diesen Haufen SG-553, die hier rumliegen und den ganzen anderen Krempel. Puh, das verlief endlich mal gut. Ich hatte eine Menge Tode hier und bin froh, dass ich es endlich geschafft habe. Hat mich auch sehr, sehr doll gefreut. Auch hier über diese kleine Überraschung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen.
mit diesen Worten bis zum nächsten Mal, euer Lantet.